40. Geburtstag feiert heuer die Galsbacher Nadengilde, eine der aktivsten im Bezirk Kreiskirchen übrigens. Pünktlich um 20.11 Uhr startete der erste von zwei Narrenabenden am 19. Jänner mit einem Galli-Galli. Auch nach 40 Jahren ist den Narren rund um den Präsidenten Herzherzog Johann I. alias Hans Offenzeller der Stoff nicht ausgegangen. Der Kursaal war voll und die Lachmuskeln der Besucher wurden stark beansprucht. Hier ein paar Ausschnitte aus dem Jubiläumsprogramm vom gemeinen Gemeinderaben, ohne den der Narrenabend nicht komplett wäre, und dem Galsbacher Volksgesang. Die Namenswahl des Ensembles erklärt sich von selbst. Galli Galli! So ist recht. Galli Galli, liebes närrisches Volk. Wir zwei möchten euch zu unserem 40. Narrenabend hier im Kursaal Galsbach recht herzlich begrüßen. Ja, grüß Gott beieinander. Und wie es zu solchen Jubiläen ist, möchte ich mich gleich bei ein paar Leuten recht herzlich bedanken. Bei wem denn leicht? Na ja, bei den Waldbachbuben zum Beispiel, dass heuer wieder für viel Geld weggespült. Bei wem willst du dich bedanken? Na, speziell bei den Besuchern, die schon seit 40 Jahren unsere Narrenabende besuchen. Da meinst du, dass da recht viel da sind heute? Na ja, wenn ich da so oben schaue, sehe ich schon ein paar, die zumindest so ausschauen. Was ist neu? Kommen viele Leute, oh yeah. Sie kommen von nah und sie kommen von weit, oh yeah. Doch wenn ich ein Bier will, wird mir schon ganz bang, weil ich muss mich anstellen an der Kasse so lang. Ja, du lieber Schöni, das ist doch nicht schwer, eine Bierbar muss her. Über das haben wir uns sehr gefreut, dass es endlich wieder mal eine Gesangsnummer gibt. Wenn es ein Falschgesang ist, ist es auch wurscht. Ja. Hauptsache sie singen. Wer glaubt, den Narren probten monatelang, um diese aufwendige Show auf die Beine zu stellen, irrt. Nach so vielen Jahren sind die Galsbacher routiniert und bestens eingespielt, sodass das Programm ruckzuck steht. Proben, so wie in anderen Orten, wie ich von Weizenkirchen gehört habe, dass das schon im November zum Probenanfang, das gibt es bei uns gar nicht. Wir sitzen uns vor Weihnachten kurz zusammen und nach Weihnachten steht das Programm. Also ich muss schon in Offenzeller Hans auch sehr loben, dass der mit seiner Ruhe und mit seiner Selbstverständlichkeit und mit seinem Organisationstalent, wo du hier und da glaubst, das ist gar keine Organisation, aber es wird dann irgendwie was draus. Jeder reißt sich zusammen und jedem fällt was ein. Aber da ist mir gerade was eingefallen, da haben zwei zusammengekommen, zwei Freunde, und der hat nicht zueinander gesagt, du weißt nicht, der Karl ist gestorben, gell? Ja, ich hab's nicht gehört, der Karl ist gestorben. Du, hat er denn recht leiden müssen? Und dann hat er gesagt, der ist ja nicht verheiratet gewesen. Abschließend hat uns noch die Kostümwahl der Besucher interessiert. Flamingo fällt natürlich extrem auf, weil es in Pink ist. Entschuldigung. Jetzt haben wir gesagt, müssen wir von Flamingo gehen, weil wir jedes Jahr wollen wir ja da voll auffallen und deswegen war das unsere Wahl. Heirat haben wir am 1. September. Erkennbar an derselben Nummer. Genau. Warten. Mein deutscher Freund hat mich inspiriert zu diesem Kostüm, weil... Weil? Ja, im Beefcake ist. Ja, ich habe mir gedacht, der Indianer ist einfach ein Klassiker, immer noch, und... So falsch habe ich ihn gar nicht getroffen, weil so viel ich mitgekriegt habe, bin ich hübsch der Einzige eigentlich da als Indianer verkleidet heuer. Also ist immer noch ein absolut super Kostüm. Wir sind jedes Jahr 10 Leute und jedes Jahr überlegen wir uns irgendwas. Und heuer sind wir einfach auf Hexen gekommen. Wir sind jetzt heuer das 10. Jahr dabei. Super, einfach super.